fuck with. Glück auf, Schatz ist im Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, erstmal wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr braucht natürlich keine Angst zu haben, die Überschrift ist ein bisschen, ja, extrem, sage ich einfach mal. Ich möchte natürlich nicht aufhören mit dem Snipen, sondern es soll ein bisschen mehr darum gehen, was ich in Zukunft machen will und ob es sich überhaupt lohnt, die Schiene, die ich jetzt mache, weiterzumachen. Also ich mache mir ja einige Gedanken, wie ich dann Black Ops 3 beginnen werde. Also da ist ja so der Zeitpunkt, wo ich wieder richtig aktiv sein will. Und deshalb will ich die ein oder anderen Schritte vorher schon ein bisschen planen. Und zwar, es geht jetzt einfach mal um das Thema Snipen im Allgemeinen. Also nicht nur jetzt auf mich bezogen, sondern ich finde einfach, dass das Snipen in der deutschen Community irgendwie nicht wirklich eine Anerkennung bekommt. Also es gibt zwar einige Leute, die das machen, und es gibt auch viele Leute, die das gern schauen, was ich auf jeden Fall richtig geil finde. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele Leute, wenn sie auf meinen Channel kommen oder auch bei jemand anders auf den Channel gehen und sehen, oh, Sniper-Gameplay, oh nee, scheiße, Sniper hassen wir sowieso. Ich meine, es wird ja auch von einigen großen YouTubern vorgelebt, dass es ja immer heißt, oh, scheiß Sniper, die kotzt mich an und so weiter. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen eingeschränkt ist, wenn man halt nur Sniper-Gameplays zeigt. Und ja, da ist mir einfach der Grundgedanke gekommen, wie ihr das Ganze so finden würdet, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich würde jetzt eher in die Pumpstomping-Szene irgendwie gehen, also einfach nur irgendwelche Gameplays mit Sturmgewehr etc. spiele. Ich meine, ich bin nicht der Ultra-Profi und der Ultra-Killer, der jetzt hier irgendwie Triple-Nuklear und keine Ahnung was raushaut, aber ich denke, wenn ich das ein bisschen mache, könnte ich da auch relativ gut drin sein, also denke ich zumindest, ob es dann wirklich genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich zwar noch nicht, aber mir geht es einfach erstmal darum, ob ihr überhaupt Bock drauf hättet oder sagt, nee, Black, im Gottes Willen, bleib einfach beim Snipen und so weiter, aber ich denke, für die Entwicklung für meinen Channel ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das auch häufiger mitbringe. Also ich habe so an einen Mix gedacht, dass man eher so ein bisschen Sniper-Gameplays bringt, aber trotzdem öfters oder sogar mehr als Sniper-Gameplays, vielleicht Gameplays mit normalen Waffen, weil ich habe auch einfach das Gefühl, dass das Snipen irgendwie seit Black Ops 2 ja nicht unbedingt schlechter geworden ist, aber es macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß, weil einfach das Feeden ist irgendwie komisch geworden, das Snipen an sich verändert sich immer wieder und ja, macht in meinen Augen nicht mehr so viel Spaß, wie es bei Black Ops 2 gemacht hat. Und dadurch, dass ich halt jetzt wenig zum Zocken komme, ich öfters mal mit normaler Waffe rumlaufe und mir das aus welchen Gründen auch immer auf einmal übelsten Bock macht. Also ich habe auch ein paar geile Gameplays erspielt, muss ich sagen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund ein 52-3 TDM. Ich meine, gut, ist jetzt zwar nicht die Welt, aber ich finde es trotzdem recht nice dafür, dass ich, ja, kann man sagen, seit 2 Monaten oder so kein bisschen mehr richtig gezockt habe, immer mal so eine viertelhalbe Stunde. Und ja, ich denke einfach, dass das Gameplay da im Hintergrund eigentlich zeigt, dass ich das ganz gut hinkriegen könnte, wenn ich das mal öfters machen würde. Ich will natürlich aber nicht irgendwie meinen Channel über den Haufen schmeißen, wenn ihr da draußen überhaupt keinen Bock drauf habt. Deshalb ist es mir extrem wichtig, dass ihr einfach eure Meinung unten in die Kommentare schreibt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal Bock habt, mit mir wieder ein bisschen zu diskutieren. Auch generell, was so die Sniping-Szene in Deutschland betrifft, weil ich habe einfach das Gefühl, dass da nicht viel da ist und dass da auch, sag ich mal, die Entwicklung für den eigenen Channel und für mich selber ja, ziemlich negativ ist, wenn ich das so weiter verfahre, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ich möchte mich natürlich kontinuierlich weiterentwickeln, natürlich auch größer werden, das ist mein absoluter Wunsch. Jetzt nicht wegen irgendwelcher Kohle, was jetzt wahrscheinlich wieder viele denken, sondern es einfach cool ist, wenn man ein Video macht und dann schauen extrem viele Leute dein Video an und sagen dir dann, hey, geiles Video oder so, oder gib mir irgendein anderes Feedback, das macht mir extrem viel Spaß. Und ja, deshalb habe ich für mich jetzt nochmal ein bisschen die Entscheidung versucht zu finden. Ich kann es aber irgendwie allein nicht finden, weil ich mich nicht entscheiden kann. Deshalb schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, was ihr denkt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, das soll es auch eigentlich schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.
Unsere Drohne ist online. Top, das war wie aus dem Lehrbuch. Dann auch wieder hübsch. Ja, ich will ihn.